Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Jekyll-Stunde. Heute würde ich gerne mit dir zusammen nochmal die Geige angucken und dazu eine Strophe lernen von unserem schönen Stück Welches Instrument möchte ich mal spielen? Aber bevor das jetzt passiert, machen wir jetzt unseren Jekyll-Ruf. Den kannst du auch schon. Achtung, los geht's. Jekyll, psst. Jekyll, psst. Jekyll, Kinder machen gern Musik. Yeah! Und für alle, die gerade geschlafen haben, machen wir das direkt nochmal. An. Je Kids, psst. Je Kids, psst. Je Kids, Kinder machen gern Musik. Yeah! Okay, es gibt jetzt eine Aufgabe und zwar alle Jungs setzen sich jetzt mal auf ihre Hände drauf. Auf die Hände drauf setzen, alle Jungs, genau. Und die sprechen jetzt nur den Text. Alle Mädels machen nur die Bewegungen und sind leise. Ich mache natürlich beides, damit du auch aufpassen kannst. Achtung, Jungs, nur reden, Mädels, nur die Bewegung. Und je Kids, psst, je Kids, psst, je Kids, Kinder machen gern Musik. Yeah! Super, und jetzt machen wir es genau andersrum. Die Mädels, die Mädchen setzen sich auf ihre Hände drauf und die sprechen nur den Text und die Jungs machen die Bewegung dazu. Achtung, los geht's. Und je Kids, psst. Je Kids, psst. Je Kids, Kinder machen gern Musik. Yeah! Cool. Und jetzt würde ich sagen, machen wir es nochmal alle zusammen. Alle machen alles. Und je Kids, psst. Je Kids, psst. Je Kids, Kinder machen gern Musik. Yeah! Cool. Okay, super. Ich habe ja gerade erzählt, dass ich die Geige nochmal mitgebracht habe und die möchte ich dir gerne zeigen. Aber ich starte mit dem Geigenbogen. Und zwar sieht er so aus. Ganz schön lang, ne? Der Geigenbogen ist da, um die Saiten zu streichen. Ja, mit dem Bogen streicht man über die Saiten. Wichtig ist, das hier ist Pferdehaar. Ein Pferdehaar. Also nicht nur eins, sondern ganz viele, wie ihr sehen könnt. Ganz, ganz viele sind das. Genau. Und die sind gespannt und mit diesem Pferdehaar streicht man jetzt gleich über die Saiten. Ich mache das mal. Ja, so geht das. Ne? Genau, mit dem Bogen einfach über die Saiten. Ich lege den Bogen jetzt mal wieder zur Seite und zeige euch noch die Geige. Das ist meine Geige. Die Geige hat vier Saiten. Wir hatten da einen Spruch zu gehabt. Weißt du noch, wie der geht? Schon ganz schön lange her, ne? Geh du, alter Esel. Das war unser Spruch. Machen wir nochmal zusammen. Geh alter Esel. Genau, und zwar bedeutet das immer der erste Buchstabe von den Wörtern sagt, wie die Seite heißt. Also bei G ist das die G-Seite. Die D-Seite. Alter, die A-Seite. Esel, die E-Seite. Genau. Wie du siehst, gehen die Saiten hier oben in den Wirbelkasten rein, wo sie von den Wirbeln festgehalten haben. Wir haben vier Saiten, also haben wir auch vier Wirbel. Jetzt kommt das nächste Schöne, das ist die Schnecke. Genau, die Schnecke sieht halt einfach genauso aus wie das Tier. Die Schnecke. Früher waren Schnecken meine Lieblingstiere. Ich fand die total toll. Naja, lang, lang ist es her. Das hier vorne ist der Steg. Das hier. Der hält ja die Saiten oben, ne? Damit die nicht nur auf dem, damit die nicht nur da liegen. Genau. Und dann geht es auch wieder hier rein. Da, genau. Und da werden die Saiten festgehalten. Das hier ist unser Kinnbrett. Ja, da habe ich meinen Kopf drauf, ganz entspannt. Und die Schulterstütze, das ist das Ding hier unten drunter. Die hat man da dran gemacht, damit ich hier die Geige gut einklemmen kann und festhalten kann. Ja, hätte ich die nicht, ich mache die mal ab, hätte ich einen riesengroßen Zwischenraum dazwischen. Guck mal, die Geige, da passt noch ganz viel Platz von meinen Händen durch, ja? Und das wäre total unbequem. Das tut sogar ein bisschen weh, wenn ich jetzt so die Geige einklemmen würde. Und das ist nicht so schön für den Nacken.
Na, dann wird man immer Nackenschmerzen von haben. Deswegen hat man gesagt, die Geige hat eine Schulterstütze. Genau. Wie ging jetzt nochmal der Spruch von der Geige? Geh, du alter Esel. Genau, super. Dann würde ich jetzt sagen, dann gucken wir uns jetzt mal das Lied an, was wir dazu haben. Und zwar, welches Instrument möchte ich mal spielen? Haben wir letzte Woche die Strophe mit der Querflöte gelernt. Und heute wollen wir uns mal die Strophe von der Geige angucken. Aber ich würde sagen, zuerst wiederholen wir nochmal das von der Querflöte, oder? Wir machen nochmal, welches Instrument möchte ich mal spielen? Ich spiele es dir mal vor. Du kannst auch gerne schon mitsingen. Welches Instrument möchte ich mal spielen? Welches Instrument passt gut zu mir? Dieses hier hat Löcher und doch Klappen und es glänzt wie Silber, siehst du's schon? Querflöte, Querflöte, spiel mal einen schönen Ton. Und dann haben wir Querflöte gespielt. So ging das. Wir machen mal direkt alles zusammen und starten ganz vorne. Welches Instrument möchte ich mal spielen? Achtung! Welches Instrument möchte ich mal spielen? Welches Instrument passt gut zu mir? Dieses hier hat Löcher und auch Klappen und es glänzt wie Silber, siehst du schon? Querflöte, Querflöte, spiel mal einen schönen Ton. 5, 6, weiter geht's. Querflöte, Querflöte, spiel mal einen schönen Ton. Ja, erinnerst du dich? Wir machen es noch einmal ganz von vorne und dann gibt's die Geigenstrophe. Welches Instrument? Oh. Welches Instrument möchte ich mal spielen? Welches Instrument passt gut zu mir? Dieses hier hat Löcher und auch Klappen und es glänzt wie Silber, siehst du schon? Querflöte, Querflöte, spiel mal einen schönen Ton. 5, 6, jetzt an. Querflöte, Querflöte, spiel mal einen schönen Ton. Okay, super. Das Schöne ist, der Anfang bleibt immer gleich. Wir haben immer, welches Instrument möchte ich mal spielen? Welches Instrument passt gut zu mir? Das bleibt immer gleich. Und jetzt kommt die Strophe für die Geige dazu. Ich singe sie dir einmal komplett vor. Dieses hat eine Schnecke und 4 Saiten. Mit dem Bogen streicht man einen Ton. So geht das. Ich singe auch mal den Anfang. Dieses hat eine Schnecke. Dieses hat eine Schnecke. Hast du vorhin gesehen. Machen wir zusammen und. Dieses hat eine Schnecke. Nochmal. Dieses hat eine Schnecke. Ich würde sagen, bei einer Schnecke können wir einfach mit unserem Finger eine Schnecke zeichnen. Ganz klein in der Mitte anfangen und dann immer ein bisschen größer den Kreis werden lassen. Dann haben wir eine richtig schöne Schnecke. Machen wir mal. Und dieses hat eine Schnecke. Super. Und jetzt wird es weitergehen. Und 4 Saiten. Und 4 Saiten. Und 4 Saiten. Nochmal. Und 4 Saiten. Dieses hat eine Schnecke. Und 4 Saiten. Okay? Machen wir zusammen. Und dieses hat eine Schnecke. Und 4 Saiten. Nochmal. Und dieses hat eine Schnecke. Und 4 Saiten. Ein letztes Mal. Und dieses hat eine Schnecke. Und 4 Saiten. Super, jetzt kommt noch. Mit dem Bogen streicht man einen Ton. Mit dem Bogen streicht man einen Ton. Machen wir mal. Mit dem Bogen streicht man einen Ton. Nochmal. Mit dem Bogen streicht man einen Ton. Mit dem Bogen streicht. Da muss man ganz schnell sprechen. Machen wir mal. Mit dem Bogen streicht. Nochmal. Mit dem Bogen streicht. Noch einmal. Mit dem Bogen streicht. Super. Und dann haben wir mit schön. Mit dem Bogen streicht man einen Ton. Nochmal. Mit dem Bogen streicht man einen Ton. Okay, mit dem Bogen streicht man einen Ton. Ja, dann tun wir einfach so, als würden wir auf unserer Luftgeige spielen. Okay? In deiner rechten Hand ist der Bogen und in der linken Hand hast du die Geige. Also, dieses hat eine Schnecke, ja, und 4 Saiten. Mit dem Bogen streicht man einen Ton. Kriegen wir hin, oder? Dieses hat eine Schnecke. Und dieses hat eine Schnecke und 4 Saiten. Mit dem Bogen streicht man einen Ton. Und jetzt kommt natürlich noch.
Geige, Geige, streich mal einen schönen Ton. Genau, ganz wichtig, streich mal einen schönen Ton, weil die Geige, die streicht ja, die macht ganz besonders ihr Instrument, die macht ganz besonders den Ton. Das ist ja ein Streichinstrument und deswegen Geige, Geige, streich mal einen schönen Ton. Das machen wir mal und Geige, Geige, streich mal einen schönen Ton. 5, 6, jetzt und Geige, Geige, streich mal einen schönen Ton. Ich denke, das hast du gut verstanden, oder? Wir machen das jetzt nochmal. Ab dieses hat eine Schnecke. Und dieses hat eine Schnecke und vier Saiten. Mit dem Bogen streicht man einen Ton. Geige, Geige, streich mal einen schönen Ton. 5, 6, jetzt und Geige, Geige, streich mal einen schönen Ton. Super. Ich würde sagen, wir machen jetzt das komplette Stück. Wobei, nein, wir fangen erstmal an mit welches Instrument möchte ich mal spielen und singen dann erstmal die komplette Geigenstrophe, okay? Welches Instrument? Und welches Instrument möchte ich mal spielen? Welches Instrument passt gut zu mir? Dieses hat eine Schnecke und vier Saiten. Mit dem Bogen streicht man einen Ton. Geige, Geige, streich mal einen schönen Ton. 5, 6, jetzt und Geige, Geige, streich mal einen schönen Ton. Super. Jetzt machen wir aber beide Strophen hintereinander. Wir singen erst, welches Instrument möchte ich mal spielen. Dann kommt erst die Querflötenstrophe. Denk dran, das fing an mit Löchern, ja? Und dann kommt wieder, welches Instrument möchte ich mal spielen. Und dann kommt die Geigenstrophe. Die ging mit der Schnecke los. Okay, wir versuchen das mal. Ich helfe dir natürlich. Welches Instrument? Welches Instrument möchte ich mal spielen? Welches Instrument passt gut zu mir? Dieses hier hat Löcher und doch Klappen und es glänzt wie Silber, siehst du's schon? Querflöte, Querflöte, spiel mal einen schönen Ton. 5, 6, jetzt an. Querflöte, Querflöte, spiel mal einen schönen Ton. Welches Instrument möchte ich mal spielen? Welches Instrument passt gut zu mir? Dieses hat eine Schnecke und vier Saiten. Mit dem Bogen streicht man einen Ton. Geige, Geige, streich mal einen schönen Ton. 5, 6, jetzt und Geige, Geige, streich mal einen schönen Ton. Welches Instrument möchte ich mal spielen? Welches Instrument passt gut zu mir? Super. Das war auch quasi schon das Stück. Und jetzt würde ich sagen, wir singen nochmal zum Abschluss das Lied Ein Elefant ging ohne Hetz. Ganz am Anfang hatten wir immer nur einen Elefant, ne? Wir singen es einfach mal ganz von vorne einmal durch. Vielleicht den ersten und den zweiten Elefant, ja? Nur singen, klatschen brauchst du noch nicht. Ein Elefant ging ohne Hetz. Ganz gemütlich durch ein Spinnennetz, ja, da fand er diesen Weg so interessant. Suchte sich noch einen Elefant, zwei Elefanten gingen ohne Hetz. Ganz gemütlich durch ein Spinnennetz, ja, da fanden sie den Weg so interessant. Suchten sich noch einen Elefant. Okay, ich glaube, die Melodie und der Text ist jetzt wieder in deinem Kopf. Die sind wieder in deinem Kopf drin. Jetzt müssen wir natürlich auch die Bewegung noch hinkriegen, ne? Ein Elefant war mit einer Hand auf den Oberschenkel. Zwei Elefanten war abwechselnd. Eins, zwei. Mach mal direkt mit. Eins, zwei. Eins, zwei. Super. Drei Elefanten, da kam noch das Bein hinzu. Da hatten wir eins, zwei, drei. Eins, zwei, Stampf, Klatsch, Klatsch, Stampf, Klatsch, Klatsch, Stampf. Der ist auch wirklich, wirklich schwierig. Aber der vierte war jetzt noch ein bisschen einfacher. Da haben wir nämlich vier Elefanten und die laufen dann eins, zwei, drei, vier. Ah, sieht man gar nicht so gut. Ich rufe mal ein Stückchen nach hin. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Okay?
Wir versuchen das mal ganz von vorne. Wenn das noch nicht so gut klappt, ist das gar nicht schlimm. Hauptsache, du singst richtig schön mit, okay? Ein Elefant. Er ist ganz entspannt. Das ist der Anfangston. Mach dich bereit. Ein Elefant ging ohne Hetz ganz gemütlich durch ein Spinnennetz. Ja, da fand er diesen Weg so interessant. Suchte sich noch einen Elefant. Zwei Elefanten gingen ohne Hetz ganz gemütlich durch ein Spinnennetz. Ja, da fanden sie den Weg so interessant. Suchten sich noch einen Elefant. Drei Elefanten gingen ohne Hetz ganz gemütlich durch ein Spinnennetz. Ja, da fanden sie den Weg so interessant. Suchten sich noch einen Elefant. Vier Elefanten gingen ohne Hetz ganz gemütlich durch ein Spinnennetz. Ja, da fanden sie den Weg so interessant. Suchten sich noch einen Elefant. Super. Wow. Richtig gut gemacht. Das war's auch schon für heute. Ich wünsche dir jetzt noch eine schöne Woche. Bleib gesund und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Tschüss!